Hi, da sind wir wieder. Ich weiß, es war ein bisschen stiller in der letzten Zeit. Hat den Grund, Urlaubszeit mit Kindern, kennt ihr ja. Oder wir hatten regnerische Tage, konnten draußen nicht so viel machen. Und ich hatte auch keine Lust zu drehen. Das soll es auch mal geben. Gut, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder da. Und ja, wie ihr es da unten schon sehen könnt, wir machen mal heute einen Rundgang. Endlich mal den allerersten und ich glaube auch den einzigen dieses Jahr. Und ich würde ganz einfach sagen, wir fangen hinten im Garten an beim Gemüse, gehen nach vorne zum Parkplatz und wir gehen einfach mal rum. So, wir kommen in den Gemüsegarten. Da haben wir gleich hier vorne unsere Gurken. Die sind jetzt nicht so groß geworden, wie ich gedacht habe, weil es sind 5 Pflanzen. Aber wir können trotzdem einiges ernten. Also wir haben welche dran, so ist es nicht. Haben auch schon welche abgenommen. Aber es ist jetzt nicht die Welt. Das reicht vielleicht, wenn man es so essen möchte, aber nicht zum Einmachen. Dann gehen wir mal nach hinten in die Ecke. Da haben wir hier Tomaten. Tomaten, 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 Tomaten. Ganz viele. Hängen auch schon gut voll. Haben wir auch schon welche rausgenommen. Da sie schon richtig schön rot geworden sind, einige. Das sind jetzt auch 5 Pflanzen. Und diese 5 Pflanzen sind nicht die einzigen. Da kommen gleich noch mehr. Wenn wir uns dann direkt umdrehen, haben wir hier unseren Mais. Der ist jetzt nicht so groß wie der, den man so auf den Feldern sieht. Und ist ein bisschen schmal. Aber Mais ist auf jeden Fall dran. Da muss man gucken, dass ich den bald ernte. Die Bauern haben es noch nicht weg. Aber ich denke mal, der hier ist schon fast soweit. Es sind jetzt 8 Pflanzen. Und von den 8 Pflanzen haben wir 1, 2, 3, 4, naja, 5 Kolben vielleicht, die wir rauskriegen. Aber es ist ja mehr dazu gedacht, um es auszuprobieren. So, dann gleich daneben haben wir unsere Bohnen. Dahinter den ganzen Girsch. Den werde ich auch nur wegmachen, um den den Hühnern zu geben. Vielleicht machen wir auch mal Pesto da draus. Müssen wir mal schauen. Von den Bohnen, da habe ich mir mehr versprochen, dass die größer werden. Aber wenn wir mal hier schauen, hier sind ja noch welche dran. Ich habe mir letztens eine schöne Bohnensuppe gemacht. Oder so einen Eintopf mit Bohnen und Kartoffeln. Insgesamt habe ich hier jetzt etwas über 1 Kilo rausgeholt aus den Bohnen. Da werden wir mal gucken, dass wir das nochmal machen. Vor dem Bohnen unser restlicher Salat, der letzte. Den werde ich jetzt nur noch rausrupfen und dann in 2 Teilen den Hühnern geben. Sollen sie aufessen, können sie haben. Hier links eine Minze. Die ist echt genial. Da habe ich noch später was für euch. Das werde ich aber nicht in diesem Video machen. So, jetzt kommen wir zu unserem Kürbis. Da irgendwo fängt die Pflanze an. Und läuft dann hier so lang. Tadadadadada. Und da ist er. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das Ding. Damit kann man nicht wirklich was anfangen. Mal schauen, was wir daraus machen. Und eigentlich sollte hier neben, so in dem Bereich, wo jetzt eigentlich nur Unkraut ist, eine Wassermelone sein. Ich wollte bei dieser Wassermelonen-Challenge mitmachen, aber irgendwie wollte sich das hier nicht. Ich weiß nicht, ist das hier noch? Ja, das hier ist sie. Das ist die Wassermelone. Super. Nee, nächstes Jahr müssen wir neu. So, hier waren die Gurken, gehen wir nochmal rum. Weil auf der anderen Seite der Tomaten haben wir so Paprika.
Hier habe ich gedacht, das wird nichts mehr. Aber da ist eine dran. Diese Pflanze ist echt groß geworden. Da haben wir noch eine kleine. Ist auch eine dran. Daneben haben wir wieder eine große. Da ist jetzt noch nichts dran. Man sieht zwar, dass was kommt. Zwei Stück sehe ich hier. Dann haben wir hier wieder eine kleine. Und hier auch wieder eine etwas größere. Also auch fünf Paprikapflanzen, aber es sind auch nicht alle. Oh, guck mal, was man da gesehen hat. Ich mag ja Spinnen. Ich hasse Spinnen. Git. So, drehen wir uns auf jeden Fall mal um. Da drin, da ist nichts mehr. Ich habe den ganzen Salat da rausgeholt. Eigentlich sollte da jetzt noch Spinat wachsen, aber er kommt nicht. Gut, ich schau mal, ob ich da irgendwas anderes noch reinpflanze kurz vorm Winter. Vielleicht mal Möhren oder so ausprobieren. Das sehen wir dann. So, unsere Hühner kennt er ja. Mal sehen, ob wir das Jungtier finden. Ja, die da. Das ist Pebbles. Von unserem allerersten Wurf aus dem Brüter. Dann haben wir, ja, Bertha kennt er ja auch noch, unser Weißes hier. Aber das da. Das ist die erste Naturbrut. Das Hühnchen. Und wenn wir mal schauen, da hinten drin, wo wir ihn sehen, auch von der ersten Naturbrut. Aber bei dem müsste ich nachher auch noch mal reingehen. Ein bisschen Wasser geben, ein bisschen Futter geben. Heu haben sie erst gekriegt. Gut. Nebensache. Hier neben, seht ihr ja, da war ja ein riesiger Efeu. Der ging wirklich bis da oben so lang. Da blende ich euch mal schnell ein Foto ein. Und das haben wir jetzt auf jeden Fall weggerissen. Und warum? Ganz einfach, ich hasse Efeu. Ich mag dieses Zeug nicht, weil es ist einfach nur stumpf grün und wir werden da jetzt gucken, dass wir entweder Blauregen oder eine schöne Rose hochranken. Aber das Ding muss auch gemacht werden. Und deswegen haben wir den erstmal rausgerissen. Dann gehen wir hier ein Stückchen weiter und weiter. Hier haben wir jetzt nichts gemacht. Das ist einfach alles so geblieben. Ich habe nur da oben die Decke rausgenommen. Die war ja auch schon ein bisschen verpegt. Hab mir dann ein bisschen Heißkleber genommen und habe, wo ist es denn? Ja, das Loch habe ich zugemacht. Da so, ne? Mit Heißkleber, ein bisschen Alu und dann fertig. War jetzt durchgeregnet. Na gut, auf jeden Fall machen wir hier uns nochmal einen schönen Partyraum, sage ich mal, fertig. Ja, jetzt kommen wir mal in die Müllecke kurz. Weil ich hier jetzt noch ein bisschen Holz schneiden muss. Ich habe mir nämlich hier zwei Sichtschutzzäune genommen. Einmal auf der Seite und einmal auf der Seite. Damit man nicht direkt so auf das Holz raufschaut. Damit es ein bisschen ordentlicher aussieht. Das hier wird jetzt alles noch weggeschnitten. Da will ich mich heute noch anmachen. Dann noch schön stapeln. Und auf der anderen Seite haben wir dann halt unseren Rasenmäher. Dahinter noch den gelben Rasenmäher. Und hier wieder eine schöne Spinne. Na gut, ein Häcksler und noch ein bisschen Holz. Ne, das wird auf jeden Fall ein schönes Lager werden. Und damit man es halt nicht sieht, Sichtschutzzäune. Und dann kommen wir zu unseren nächsten Pflanzen. So, unsere nächsten Pflanzen. Hier haben wir auch wieder Paprika. Die habe ich jetzt im Topf. Bei dem hier hat es ganz schön weggespült. Sieht man ja die Wurzeln. Aber sie wächst trotzdem. Die hier wurde mal angegriffen von Schnecken. Ja, aber Paprika, eine und ein paar Blüten. Rechts daneben noch eine Paprika mit Frucht. Und daneben haben wir noch eine Paprika, auch mit einer kleinen Frucht. Und da sieht man ja hier, da kommt noch eine, ein paar Blüten. Das heißt, wir haben jetzt schon mal acht Paprikapflanzen.
Daneben eine Tomate. Seht ihr schon? Auch wieder alles voll. Und wird auch schon rot. Und da auch noch welche. Die musste ich mir jetzt festbinden, weil die Stöcke einfach nicht mehr ausgereicht haben. Und dann habe ich sie mir hier oben an meinem Dach angebunden, damit sie hochgehalten werden. Daneben haben wir natürlich noch eine Tomate. Auch hier schon ein paar rote, da noch ein paar grüne, da noch ein paar. Und die hier wächst richtig hoch, bis da oben rein. Die schneide ich, glaube ich, nochmal ab, weil da oben, da wird nichts mehr. Daneben haben wir noch mal eine Tomate. Auch hier schon saftrot. Die schmecken auch wirklich fleischig und lecker. Die ist jetzt nicht so groß. Hier sieht man ja auch schon, unser Wein rankt hier rein. Das hat aber auch den Grund, ich möchte den wirklich einmal hier die ganze Wand entlang, unseren roten Wein haben. Deswegen wird die Seite so gar nicht mehr so groß geschnitten. Aber auch hier haben wir schon ordentlich was dran. Hier gucken. Wir dürfen noch ein bisschen. Vielleicht muss ich mal wieder ein bisschen freischneiden, wenn man alles findet. Aber der Wein hier ist auch wirklich lecker, auf jeden Fall. So, auch wieder eine Spinne. Nicht nur die einzige, weil da ist auch schon wieder eine. Mann, 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 alles voll. Ach, und da ist noch eine. So, gut. Hier hinten in der Ecke habe ich natürlich auch noch mal eine Tomate. Die ist auch recht groß. Das dauert aber noch, bis die hier alle rot werden. Das heißt, wir haben jetzt 9 Tomatenpflanzen. Und noch eine Paprika. So, die hier ist richtig dicht gewachsen. Die muss ich, glaube ich, mal gerade stellen. Aber hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Paprika hängen hier dran. So, und das ist eine Jollo, die wird sich rot abreifen. Ich muss mal gucken, ob ich die ja so durchkriege, wie sie sein sollen. Aber wie gesagt, ich habe gedacht, die Paprika kommt nicht mehr. Hier ist sogar schon eine abgefallen. Schade. Und dafür wächst die aber doch noch ganz gut. Wir müssen mal hoffen, dass die noch rot wird. Wenn ja, alles wunderbar. So, und wenn wir schon hier stehen, gleich die Terrasse mit. Diese zwei Reihen, die und die, haben wir jetzt angebaut. Weil vorher war ja hier eine komische Hecke mit 1, 2, 3, mit 4 Platten rein. Und da konnte man nicht wirklich sitzen. Also hat man jetzt gesagt, wir reißen eine Hecke weg, machen für zwei Reihen nochmal nach vorne und haben jetzt eine vernünftige Terrasse. Die ist noch nicht ganz fertig, weil hier vorne habe ich jetzt den Abschluss, damit ich keine Platten schneiden muss, einfach solche Klinkersteine draufgebackt. Und damit der Sand nicht runterrutscht, da nochmal was vorgesetzt. Das wird natürlich nochmal schöner gemacht, aber wir haben erstmal eine schöne Terrasse zum Sitzen. Das ist ja nicht die einzige, weil, wie gesagt, da unter den Unterstand haben wir ja auch noch. Sollen wir hier weitergehen? Ach ne, drehen wir mal um, unser Quittenbaum. Da müssen wir auch noch vorbei. Hier ist der Quittenbaum. Ich würde den ja echt gerne austauschen. Und sagen, wenn mir einer einen Birnenbaum gibt, der so groß ist und trägt, kriegt der meine Quitte. Aber hier hängt wieder ordentlich was dran, also alles voll auf jeden Fall. Wirklich überall. Also diesmal werde ich ein bisschen mehr machen. Ich werde auf jeden Fall wieder ganz normal unser Quittengelee machen. Jedes Jahr, weil ich esse den ja auch. Vielleicht mal einen Kuchen machen oder ein paar einlegen oder so. Müssen wir mal schauen. Und auch hier wieder, meine Freunde, die ich nicht so mag. Naja. Gut. Ich weiß, ihr seht, hier ist eine leere Fläche, ne? Das hat den Grund, hier stand einfach mal ein Mirabellenbaum. Den habe ich jetzt rausgerissen. Ne, der stand sogar hier. Da ist der Rasen grün. Der Rasen ist grün, genau. Nein, der hat noch eine hellere Farbe, weil ich hier gerade neu gesät habe. Hier stand ein Mirabellenbaum und da vorne in den Ecker stand ein kleiner japanischer Ahorn. Die habe ich rausgenommen. Weil mir das einfach zu blöd war, hier immer rumzumähen. Hat man wirklich, wenn man von da zu dem Baum das Stück immer um die Bäume rummähen, das wollte ich nicht. Deswegen habe ich die rausgenommen und habe mir jetzt daraus eine Rasenfläche gemacht.
So, und hier in der Ecke, diesen Bottich mit Wasser, nein, das wird keine Fischanlage, da war mein Rucola drin. Da sind jetzt Mückenlarven drin ohne Ende. Aber naja, das Ding wird wieder leer gemacht und dann machen wir irgendwas anderes. Rucola schön und gut. Wird auch wieder angepflanzt, keine Angst, aber das war erstmal in dem Bottich nur zum Testen, weil das da wirklich wie Unkraut gewachsen ist. Aber die Hühner haben sich gefreut, ich habe mich gefreut, wird wieder gemacht. Dann wieder auf der anderen Seite vom Mirabellenbaum, ja, vom Quittenbaum, stand eine Pflaume. Wo ist die hin? Die ist weg, die habe ich abgerissen. Da ist eine einzige Pflaume dran gewesen dieses Jahr und auch die ist sogar noch abgefallen. Und ich habe gesagt, weil er so schlecht geschnitten wurde, machen wir den komplett weg. Also, abgerissen. Aber wenn wir uns umdrehen, hinter mir, 1, 2, 3, eigentlich waren es 4, eine ist abgeknickt, die hat es nicht überlebt, Sonnenblumen. Und wir dachten, okay, mach's mal. Meine Frau wollte Sonnenblumen haben, also haben wir welche angepflanzt. Und jetzt müsst ihr mal gucken, wie groß die sind. Ja, sie sind der Hammer. Da oben. Da sind die Blüten. Also die sind jetzt fast 3 Meter hoch und haben riesige Pötte. Alles nicht schön, aber auch nicht hässlich. Und wir haben mal ein bisschen was anderes wieder im Garten. Ne? So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ganz nach vorne. Hinten der Garten ist fertig. Unsere Auffahrt. Ich habe ja gesagt, wir machen das und nun ist es fertig. Und wie gesagt, ich habe kein Video davon, wie wir es gemacht haben. Ich kann euch zwar ein paar Bilder einblenden jetzt, aber das hat zu viel Zeit in Anspruch genommen und wir waren nur zu zweit da dran. Aber das ist jetzt unsere Auffahrt. Wir können 2 Autos drauf parken. Mit unserem Auto da hinten könnten hier sogar 3 oder 4 Autos drauf. Das ist wunderbar. Dann hier unser kleiner Vorgarten, den wir ja noch umgraben wollen. Der wuchert hier schon wieder schön. Den muss ich mal wieder mähen, dass es ein bisschen vernünftig aussieht. Für die Leute, die hier vorbeigehen. Wenn hier so reingeht, bis hierhin habe ich schon einmal umgegraben. Und dann hat mein Kultivierer schlapp gemacht. Der Elektromotor ist kaputt gegangen. Aber ich habe euch ja gezeigt oder gesagt, wie wir das machen wollen hier. Ich glaube, die Pläne werden auch schon wieder überschlagen. Es wird wieder anders gemacht als gedacht. Und naja. Unser Mirabellenbaum haben wir jetzt hier vorne hingesetzt. Der wächst so gut an, haben wir auch schon geerntet. Hat zwar nicht so viel getragen wie letztes Jahr, weil ich habe auch geschnitten. Aber das war nötig, dass der geschnitten wird. Und der kleine Ahorn ist hier vorne. Gut. Wie gesagt, hier müssen wir auch noch weitermachen. Aber ich glaube, das kriegen wir erst zum nächsten Jahr fertig. Ja, hier noch ein paar Blumenpötte und sowas. Ein abgestorbener Baum als Begrenzung. Den werden wir natürlich noch rausreißen. Ja, und das ist eigentlich der Rundgang. Fürs Erste. Und was macht man, wenn man sich mit den Nachbarn echt gut versteht und beide Familien Kinder haben, die immer zusammen spielen wollen? Man macht sich einfach eine Tür in den Zaun. So, wir können jetzt jederzeit rüber, die können zu uns rüber. Natürlich haben wir mit den Kindern das so abgesprochen, dass sie fragen müssen und nicht einfach rüberlaufen. Aber das ist unsere kleine Tür zum Nachbargarten. Und die haben natürlich noch eine extra Tür da, um zuzumachen. Aber es ist schon ganz genial. So kann man auch mal mit einer Schubkarre rüber, wenn man Hilfe braucht. Und wir werden dann noch ein kleines Bändchen machen, so ein bisschen, das trotzdem noch abgesperrt ist für die Kinder. Und dann war es das eigentlich auch schon in diesem Rundgang. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt mal so einen kleinen Einblick gewähren, was wir dieses Jahr jetzt geschafft haben. Oder was wir halt machen. Viel geschafft, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, ich schaffe zu wenig. Aber das ist halt so das Ding. Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr jetzt auf der linken Seite abonnieren, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Unten könnt ihr noch ein paar andere Videos schauen. Und ich hoffe, dass wir dieses Jahr noch ein bisschen mehr schaffen. Aber ich werde euch auf jeden Fall jetzt wieder mitnehmen. Weil jetzt habe ich auch wieder Lust zu drehen. Ich brauchte echt einmal nur Pause. Tut mir leid. Wie gesagt, guckt euch noch ein paar andere Videos an unten. Und ich würde ganz einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.